Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landgrid. Es ist endlich soweit. Alle Kreaturen, alle Gegner, alle Antagonisten aus Resident Evil Village haben ihr eigenes kleines Einzelvideo bekommen und nun kann ich endlich diese Einzelvideos nehmen und zu einem großen alle Resident Evil 8 Gegner Video zusammenfügen. Und genau das ist das hier. So, dann würde ich sagen, fangen wir an und viel Spaß. Die Lycans sind mutierte Menschen, die mit einem Cadeau infiziert wurden. Dieser hat diese allerdings als Wirt abgelehnt, abgestoßen und löst in diesem Abstoßungsprozess in diesen Menschen Mutationen aus, die dann eben zum Erscheinungsbild und zu den Fähigkeiten der Lycans führen. Die Lycans erinnern optisch sehr stark an Werwolfartige Wesen, das sowohl von ihrem Aussehen her als auch von ihrem Verhalten. Sie werden zu wilden, aggressiven, fleischfressenden Bestien, verfügen aber trotzdem noch über eine relativ hohe Intelligenz und ein relativ komplexes Sozialverhalten untereinander. Im Gegensatz zu einem normalen Menschen verfügen die Lycans über extrem erhöhte körperliche Fähigkeiten. Sie sind sehr viel agiler, sehr viel robuster und sehr viel stärker als Menschen. Sie können problemlos mehrere Meter hoch springen oder eben auch Stürze aus sehr hohen Höhen ohne Schaden überstehen. Obwohl die Zähne der Lycan wahrscheinlich zu ihren gefährlichsten Waffen gehören, sind viele von ihnen mit Nahkampfwaffen oder auch Pfeil und Bogen ausgestattet. Sie scheinen stets auf der Jagd nach Menschen zu sein, da diese wohl ihre Hauptnahrungsquelle bieten. An nichtmenschlichen Tieren scheinen sie nicht oder kaum interessiert zu sein. Obwohl die Verwandlung in einen Lycan ursprünglich durch einen eingepflanzten Cadeau ausgelöst wird, scheinen die Lycans dennoch ähnlich wie T-Virus-Zombies ansteckend zu sein. Und von ihnen Verwundete können sich mit der Zeit selber in Lycan verwandeln. Einige Lycans scheinen zu besonders großen humanoiden Wesen heranzuwachsen. Diese erscheinen in der Regel besonders gut gepanzert und mit scharfen Klingen an den Händen gebunden auf. Ob diese Modifikationen von den Lords vorgenommen werden oder ob die Lycans vielleicht selbst ihre größten und stärksten Krieger in diese Rüstungen hüllen, ist fraglich. Ihre vorher schon angesprochene hohe Intelligenz und ihr Sozialverhalten würde dies allerdings definitiv zulassen, denn sie rufen zum Beispiel auch um Hilfe und jagen stets im Rudel. Es scheint also durchaus relativ komplexe soziale Interaktionen zwischen den Lycans zu geben. Wie die meisten mit dem Cadeau oder auch dem ursprünglichen Mold-Infizierten zerfallen ihre Körper nach dem Tod überaus rapide und lassen nur Knochen und kristalline Strukturen zurück. Auch wenn im Spiel alle Lycans einen sehr männlichen Eindruck machen, ist es fraglich, ob wirklich nur abgestoßene männliche Wirte sich in Lycans verwandeln oder ob der Verwandlungsprozess einfach jeden Hinweis auf geschlechtsspezifische Merkmale bei Menschen ganz einfach überschreiben und auslöschen. Im Grunde irgendwas zwischen Zombie und Ganados mit sehr viel Haaren. So könnte man sie zusammenfassen. Ein ganz besonderer Lycan ist der Uriash, der alle anderen Lycans in Größe und körperlicher Stärke bei weitem übertrifft. Der Uriash war ursprünglich der Bürgermeister des Dorfes, bevor Miranda ihn mit einem Cadeau infizierte, wodurch er selbst zu einem überaus mächtigen Lycan wurde. Möglicherweise hat diese eigenartige und auch recht einzigartige Mutation zu so einem großen Lycan eine genetische Komponente, denn auch sein älterer Bruder mutierte zu einem ganz ähnlichen und sogar noch größeren Wesen, der Urias Drager genannt wird. Urias bedeutet im Rumänischen so viel wie riesig und Strager so viel wie Wächter oder Wache. Auf jeden Fall sind die beiden Brüder zu sehr einzigartigen, riesigen, aber in gewisser Weise auch menschlicheren Lycans geworden. Eine ganz besondere Variation der Lycans sind die Vrkolak. Ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus. Ich habe es mir von Google Translator vorsagen lassen. Vrkolak. Da Vrkolak heißt im Rumänischen einfach Werwolf. Und genau so wirken diese Gegner auch. Die Vrkolak werden durch dieselben Experimente hergestellt, die auch zu den Lycans führen, im Grunde gescheiterte Experimente.
Moreau hat allerdings mit Wolfsblut in Bezug auf die Cadeau-Transformation rumexperimentiert und seinen Probanden Wolfsblut ins Rückgrat injiziert, während der Cadeau den Körper mutiert, was eben dazu geführt hat, dass die eigentlichen Lykans noch viel wolfs- und bestienartiger wurden. Diese Mutation scheint im Vergleich zu den Lykans an Intelligenz einzubüßen, dafür scheinen diese Wesen die Lykans in körperlicher Hinsicht bei weitem zu überbieten. Sie sind noch einmal wesentlich robuster und stärker und somit insgesamt sehr viel gefährlicher, selbst unbewaffnet. Auch wenn die Wirkula genauso aggressiv wie die Lykans zu sein scheinen, verlieren sie offensichtlich sehr schnell das Interesse an ihrer potenziellen Beute, wenn diese außer Sichtweite oder in unzugänglichen Bereichen gerät. Dennoch sollte man diese Wesen auf keinen Fall unterschätzen, denn sie verfügen über sehr gute Sinneswahrnehmungen und sind sehr viel schneller als ihre Verwandten, die Lykans. Dafür bezahlt der Duke auch überaus gut für ihre Überreste. Ihre kristallinen Knochenstrukturen gehören zu den wertvollsten im ganzen Spiel. Den Wirkolak kann man auch in einer ganz besonders speziellen Form noch einmal als optionalen Boss antreffen. Dieser ist von Pfeilen und Speeren übersät und seine Haut und sein Fell sind rötlich eingefärbt, wahrscheinlich aufgrund seines eigenen Blutes und dem Blut seiner Opfer. Dieser Wirkolak wird Wirkolak Alpha genannt. Ganz grundsätzlich handelt es sich bei den Moroaika um untote Wesen, die durch den Mold reanimiert wurden. Moroaika leitet sich wahrscheinlich vom rumänischen Begriff Moroi ab, was so viel wie Poltergeist bedeutet. Ein untotes, übernatürliches Wesen. Im Gegensatz zu den T-Virus-Zombies, bei denen es sich um lebende, infizierte Menschen handelt, handelt es sich bei den Moroaika tatsächlich um Untote. Allerdings verfügen diese im Gegensatz zu T-Virus-Zombies noch über die kognitiven Fähigkeiten, um einfache Waffen zu benutzen. Die Moroaika, die wir in Dimitrescus Schloss antreffen können, sind ausschließlich weiblich. Es handelt sich bei diesen Wesen um gefolterte und wahrscheinlich an Blutarmut verstorbene Frauen, die Dimitrescu mit Hilfe des Moles zu ihren Sklavinnen gemacht hat. Männer werden meist vollständig verschlungen und es bleibt nichts von ihnen übrig, was man mit dem Mold infizieren und verwandeln könnte. Wie wenig Respekt Dimitrescu für diese Wesen im Vergleich zu ihren Töchtern hat, zeigt sich sehr schön am Umgang, die diese mit den Moroaika pflegt. Diese untoten Wesen werden hauptsächlich im Keller und den Katakomben des Schlosses gehalten und scheinen im Schloss nicht gern gesehen zu sein. Einige dieser Wesen werden durch Dimitrescus Experimente auch zu den sogenannten Samke. Den Namen teilen sich diese Wesen mit weiblichen Dämonen aus der rumänischen Mythologie. Die einst menschlichen Arme dieser Samke sind zu fledermausartigen Flügeln mutiert, was diesen Wesen tatsächlich die Fähigkeit des Flugs gewährt. Zudem sind ihre Gesichter auf bizarre Art mutiert und ihre langen Zungen nutzen diese untoten fliegenden Wesen, um das Blut ihrer Opfer zu saugen. Doch nicht nur in Schloss Dimitrescu können wir die Moroaika und ihre Unterarten treffen. Auch außerhalb des Schlosses kann man auf diese Wesen treffen. Oft steigen diese reanimierten toten Körper aus ihren frischen Gräbern, nachdem der Mold diese wiedererweckt hat. Manchmal werden sie aber auch vom Mold selbst an die Oberfläche getragen. Für Heisenberg sind diese Wesen eine willkommene Grundlage für seine Experimente. In Heisenbergs Fabrik kann man viele Moroaika mit technologischen Implantaten in ihrem Gehirn sehen, die für Heisenberg niedere Tätigkeiten durchführen. So werden sie zum Beispiel in seinen Minen eingesetzt, um die Materialien für seine Soldatarmee auszugraben. Und das ist so ziemlich alles, was wir über die Moroaika sagen können. Untote, vom Mold reanimierte Wesen, wahrscheinlich nicht unähnlich den Molded, die wir aus Resident Evil 7 kennen, nur scheinbar etwas raffinierter und, man könnte sagen, hochwertiger im Kontext von Biowaffen. Während Mother Miranda mit dem Cadeau rumexperimentierte, um eine geeignete Hülle für ihre verstorbene Tochter Eva zu finden, hatte Karl Heisenberg seine ganz eigenen Pläne. Er wollte seine eigene Armee erschaffen, die Mother Mirandas Lykans im Kampf überlegen sind. Dafür experimentierte er sehr viel mit Mother Mirandas Cadeau und Leichen herum.
die er wiedererwecken und zu seinen Werkzeugen machen wollte. Zu diesem Zweck verbaute er viele technische und elektronische Teile in die Körper der Toten und ersetzte ihr Herz durch einen modifizierten Cadeau. Nach vielen Fehlversuchen und viel Rumexperimentieren erschuf er so seinen ersten Soldat. Im Grunde mutierte mit einem Parasiten infizierte Cyborgs, wenn man so will, das ganze Programm quasi. Heisenberg testete seine Soldats immer wieder im Kampf gegen die Lycans, um diese weiter zu modifizieren und zu verbessern. So erschuf er mehrere Variationen und Prototypen seiner Soldats. Unter anderem Soldat 1, Soldat 2, Soldat Chet, Soldat Panzer und Sturm. Auch wenn diese Wesen insgesamt überaus robust sind, sind ihre technischen Schnittstellen ganz klar ihre Schwachstellen. Viele können ohne technische Hilfe beispielsweise nicht mehr sehen und werden blind. Ihre künstlichen modifizierten Herzen erzeugen scheinbar eine große Menge Hitzeenergie, die über ein Ventil ausgestoßen werden muss. Dieses scheint ihre größte Schwachstelle zu sein. Die Heisenberg erst mit der Version Soldat Panzer unter relativ massiver Rüstung zu verstecken wusste. Sturm ist dabei ein einzigartiges Wesen, das Heisenberg erschaffen hat. Diesem Soldat wurde eine Flugzeugturbine auf den Oberkörper verbaut, wodurch dieser scheinbar nicht mehr stehen bleiben kann und ständig gegen und durch alles Mögliche durchläuft. Gleichzeitig hat sich dieser Soldat versehentlich die eigenen Arme abgesäbelt. Auch wenn Sturm insgesamt extrem gefährlich ist, wird er von Heisenberg eher als Fehlschlag betrachtet, da er relativ schwer kontrollier- und einsetzbar ist. Interessant ist, dass gerade Sturm, aber auch viele anderen der Soldats sehr stark auf Designs aus dem Film Frankensteins Armee basieren. Dieser eher unbekannte und etwas trashige Horrorstreifen scheint hier höchstwahrscheinlich eine Vorlage für das kreative Team hinter Heisenberg gewesen zu sein. Und so wurde Frankensteins Armee scheinbar in Heisenbergs Armee umgewandelt. Und das ist so ziemlich alles, was man über die Soldats sagen kann. Irgendwas zwischen Frankensteins Monster und den Borg, die in Heisenbergs Fabrik massenproduziert werden, und zwar wirklich zu Hunderten, wenn nicht Tausenden. Man fragt sich, wo Heisenberg all die Körper her hat, aber das ist wieder ein anderes Thema. Der Uriah Drak ist im Grunde ein Miniboss, der zweimal im Hauptspiel Resident Evil Village vorkommt, also im Story-Modus. Einer dieser Uriah Drak bewacht den Friedhof der Benevientos, während der andere Uriah Drak in der alten verlassenen Mühle sein Unwesen treibt, wo er scheinbar alles Lebendige, was er findet, regelrecht zu Hackfleisch verarbeitet und dann wohl fein säuberlich in seine Regale einsortiert. Ha. Uriah Drak ist rumänisch, wie die meisten Namen im Spiel Resident Evil Village, und bedeutet übersetzt so viel wie riesiger Teufel. Namentlich erinnert dieses Wesen sehr stark natürlich an Uriash. Man könnte meinen, dass Uriash, sein älterer Bruder Uriah Strasser und Uriah Drak zusammengehören und im Grunde drei Variationen des gleichen Gegners sind. Und aus Gameplay-Sicht, wie sich der Gegner verhält und wie er sich bewegt und auch das grundsätzliche Modell des Charakters der Figur, macht das durchaus Sinn. Aus einer Lore-Perspektive passt Uriah Drak allerdings nicht zu den anderen beiden Uriash. Die Uriah Drak verfügen über keinerlei auffälliger Körperbehaarung, was dafür spricht, dass sie wahrscheinlich nicht zum Bereich der Lycans gehören, dass ihnen also kein Cadeau eingepflanzt wurde. Außerdem treten sie nicht wie Lycans üblicherweise in Rudeln auf, sondern sind Einzelgänger. Tatsächlich trifft man sie, wenn überhaupt, mit Moroaika an, ein Gegnertyp, der sich seltsamerweise nie mit den Lycans vermischt zeigt. Aufgrund dessen würde ich davon ausgehen, dass es sich bei Uriah Drak eher um einen wiedererweckten Toten handelt, der einfach durch den Mold reanimiert wurde. Das Einzige, das gegen diese Theorie spricht, ist die seltsame Wucherung auf dem Rücken des Uriah Drak, denn diese erinnert sehr stark an beispielsweise Moros Wucherung. Da der Cadeau scheinbar gerne im Rückgrat der Probanden eingesetzt wird, könnte dies tatsächlich auf eine Cadeau-Infektion zurückzuführen sein. Was
genau die Urias Drak zu dem gemacht haben, was sie sind und ob man sie in irgendeine der Gegnergruppen in Resident Evil Village einordnen kann, bleibt wohl ein Rätsel, denn man weiß über diese seltsamen Kreaturen tatsächlich überaus wenig. Selbst in den Artworks oder den Hintergrundinformationen, die es normalerweise zu Gegnern im Spiel gibt, findet man zu diesem Urias Drak nichts. Anhand der Seltenheit dieses Gegnertyps kann man allerdings ziemlich sicher sagen, dass es sich hierbei tatsächlich um eine Anomalie handelt, eine überaus seltene Mutation. Möglicherweise handelt es sich bei den beiden auch um Prototypen. Vielleicht wurden hier mit Leichen Experimente gemacht, um einen Cadeau zu entwickeln, der dann letztendlich zur Erstellung von Urias führt, einem Anführer für die Lykans. Vielleicht wurden sie also mit Absicht erschaffen, wie gesagt, als Prototypen, als frühe Experimente, größere Monster zu erschaffen. Eben Urias, Riesen. Vielleicht sind es aber wirklich nur rein zufällige Mutationen. Der Mold hat bewiesen, dass er dazu fähig ist, sehr einzigartige und ungewöhnliche Mutationen hervorzurufen. Ob nun eine Mold-Infektion oder eine Cadeau-Infektion, ob nun eine Abwandlung eines Lycan oder eines Moraika oder etwas ganz Eigenes, das sich vielleicht nicht in Kategorien pressen lässt, der Urias Drak ist definitiv das mysteriöseste Wesen, das wir in Resident Evil Village finden. Unterstehen diese Wesen überhaupt Mother Miranda oder handeln sie vielleicht auf eigene Faust, da sie überaus ungewöhnliches Verhalten zeigen? Waren die beiden ursprünglich miteinander verwandt und irgendein Gendefekt in ihnen hat diese besondere Mutation hervorgerufen? Oder könnte es sich bei einem der beiden vielleicht sogar um einen Beneviento handeln, der das alte Familiengrab bewacht? Viel lässt sich über diese Wesen spekulieren, nichts lässt sich mit Sicherheit sagen, außer dass sie großgewachsene, deformierte, humanoide Biowaffen sind, die scheinbar gerne riesige Waffen schwingen und die in den beiden Fällen, in denen wir sie treffen können, wertvolle Schätze bewachen. Tja, was glaubt ihr, hat es mit den Urias Drak auf sich? Sind es besonders mächtige Experimente von Miranda, die eben genau diese Schätze bewachen sollen? Seltsam mutierte Moraika, die auf eigene Faust handeln? Oder gehören sie doch eher zum Spektrum der Lykan und sind im Grunde genauso wie Urias, einfach sehr groß mutierte Cadeau-Träger, die eben einfach nur ein bisschen haarloser sind und vielleicht ja auch deswegen Außenseiter im Sozialgefüge der Lykans. Alcina Dimitrescu ist die letzte uns bekannte Erbin der Dimitrescus und somit die Besitzerin des Schlosses Dimitrescu, einer mittelalterlichen Festung, die wahrscheinlich irgendwann im 15. Jahrhundert erbaut wurde. Gut möglich, dass das Schloss tatsächlich als Festung während der moldauisch-osmanischen Kriege herhalten musste. Lady Dimitrescu dürfte höchstwahrscheinlich irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts geboren sein. Und das mit einer vererbten Blutkrankheit. Irgendwann in den 1950er Jahren kam Alcina Dimitrescu dann mit Mother Miranda in Kontakt. Und diese infizierte Dimitrescu dann mit einem Parasiten, der auf dem Mold basiert, den Mother Miranda selbst Cadeau taufte, das rumänische Wort für Geschenk. Durch diesen Cadeau erhielt Dimitrescu übermenschliche Kräfte, eine übermenschliche Größe von fast 3 Metern. Sie wurde extrem robust und beinahe unverwundbar und sie erhielt die Fähigkeit, riesige Klauen aus ihren Fingerspitzen auszufahren. Außerdem wurde ihr Alterungsprozess angehalten, wodurch ihr Äußeres immer den Anschein einer 44-jährigen Frau behielt. Die vererbte Blutkrankheit von Dimitrescu führte allerdings dazu, dass sie permanent das Blut oder das Fleisch von Menschen verspeisen musste, um ihre regenerativen Kräfte zu nutzen und zu behalten. Es ist fraglich, ob Dimitrescu und vielleicht sogar ihre Vorfahren schon vor der Infektion mit dem Cadeau auf das Trinken von Blut angewiesen waren. Doch spätestens in den 1950er Jahren vermehrten sich Berichte von Verschwundenen im Schloss Dimitrescu.
Diese Verschwundenen dienten Dimitrescu für fast 70 Jahre als Nahrungsquelle. Zumindest die meisten. Einige wurden für experimentelle Zwecke benutzt. Denn Lady Dimitrescu und Mother Miranda setzten in dem Schloss mehreren unfreiwilligen Versuchspersonen den Cadeau ein, den Dimitrescu ihre Kräfte verdankt. Und so erschuf Alcina Dimitrescu unter anderem Daniela, Bella und Cassandra, drei humanoide Biowaffen, die jeweils aus einem Fliegen nicht unähnlichen Insektenschwarm bestehen, die wiederum über eine eigene Schwarmintelligenz verfügen und jederzeit die humanoiden Gestalten, die wir als Daniela, Bella und Cassandra kennen, bilden können. Die drei, im Grunde intelligenten Insektenschwärme, wurden von Lady Dimitrescu von da an als ihre Töchter betrachtet. Ob Daniela, Bella und Cassandra ähnlich wie Dimitrescu auf das Blut von Menschen angewiesen sind oder ob sie dieses nur aus rituellen Gründen oder vielleicht auch nur zum Spaß trinken, ist dabei fraglich. Sicher ist aber, dass Daniela, Bella und Cassandra einen großen Nachteil haben. Denn die Insekten, die ihre Körper bilden, sind extrem temperaturempfindlich. Schon Temperaturen unter 10 Grad können für diese Insekten tödlich wirken. In den dunklen Kerkern des Schlosses sowie hoch über den Dächern der Turmspitzen kann man wohl weitere gescheiterte Experimente der Lady Dimitrescu sehen. Die Dimitrescu-Familie folterte, quälte und verspeiste regelmäßig ihre eigenen Angestellten. Und aus dem Blut ihrer Opfer wurde ein Wein namens Sanguis Virginis hergestellt. Mit Hilfe von drei anderen Adelshäusern, den Beneviento, den Moro und den Heisenberg, gelang es Alcina Dimitrescu, die Kontrolle über die Region aufrechtzuerhalten. Obwohl diese von der ansässigen Bevölkerung gefürchtet und doch gleichzeitig verehrt wurde. Trotz der Allianz zwischen den Häusern gab es scheinbar immer wieder Fehden zwischen Lady Dimitrescu und Karl Heisenberg, da beide um die Anerkennung von Mother Miranda buhlten. Mother Miranda befürchtete schon von Anfang an, dass Lady Dimitrescus Regeneration vollkommen außer Kontrolle geraten könnte, würde ihr Regenerationszyklus und ihr ständiger Konsum von menschlichem Blut unterbrochen oder gestört werden. Und so kam es dann auch im Jahr 2021, als Ethan Winters auf der Suche nach seiner Tochter Rose das Schloss der Dimitrescus betrat und die drei Töchter der Dimitrescu tötete. Und die emotional aufgewühlte Dimitrescu dann auch noch mit einem uralten Ritualdolch verletzte, der mit sämtlichen Giften aus aller Welt beträufelt sein soll und somit jedes Wesen töten können soll. Lady Dimitrescu scheint daraufhin die Kontrolle über ihren eigenen Körper zu verlieren und sie verwandelt sich in ein riesiges, mutiertes, drachenartiges Wesen mit der großen. Laut einem Text bei den freischaltbaren Artworks in Resident Evil Village haben sie sich deswegen für eine drachenartige Gestalt entschieden, da Dracula, der eine Vorlage für Lady Dimitrescu war, auch mit Drachenkind übersetzt werden kann. Und so wollten sie versuchen, eine Symbiose aus Vampir und Drachen zu erzeugen. Die anscheinenden Schuppen dieser Kreatur sind laut diesem freischaltbaren Text in Wirklichkeit Zellverklumpungen, wahrscheinlich, nehme ich an, aufgrund des rasanten Wachstums entstanden. Sie wird in einem darauf anschließenden Kampf von Ethan Winters getötet. Und das ist im Grunde alles, was wir über Lady Dimitrescu innerhalb der Welt von Resident Evil sagen können. Wenn wir diese Ebene aber mal verlassen und uns Lady Dimitrescu aus unserer Perspektive ansehen, gibt es noch einige zusätzliche Informationen zu dieser Figur. Zum einen kann man sagen, gibt es vier große Vorbilder für diese Figur. Zum einen selbstverständlich Graf Dracula, der mit seinen drei sogenannten Bräuten gemeinsam in einem alten mittelalterlichen Schloss irgendwo in Rumänien lebt. Das klingt schon sehr nach Lady Dimitrescu, die mit ihren drei Töchtern irgendwo in einem rumänischen einsamen Schloss lebt. Außerdem erinnert ihre massenmörderische Tendenz, das Baden und Konsumieren von Blut und Fleisch sehr stark an Elizabeth Báthory,
eine ungarische Adlige aus dem 16. Jahrhundert, die tatsächlich eine Vielzahl von jungen Frauen in ihrem Schloss ermordet und teilweise konsumiert haben soll. Elizabeth Báthory gilt übrigens auch als eine Vorlage von Graf Dracula, da schließt sich der Kreis wieder. Optisch erinnert Lady Dimitrescu sehr stark an Hachisakusama, eine Gestalt aus der japanischen Folklore, eine großgewachsene Frau mit weißem Kleid und weißem Hut, die Kinder in den Städten Japans entführt. Und dann hätten wir da laut Aussage der Entwickler noch Morticia Addams, wie sie von Angelica Houston in der Addams Family der 90er Jahre dargestellt wurde. Um das Charaktermodell von Lady Dimitrescu zu designen, wurde, laut Aussagen der Entwickler, ursprünglich das Modell von Mia Winters benutzt. Dieser wurde dann ein Hut aufgesetzt, ihr Modell wurde sehr stark vergrößert und dann begannen anscheinend die feinen Modellierungen, die dann letztendlich zu dem Erscheinungsbild von Alcina Dimitrescu führten, wie wir sie heute kennen. Ach ja, und fast vergessen, ihr Lippenstift ist scheinbar eine Sonderanfertigung, die überaus wertvoll ist. Ich persönlich lese da gleich wieder raus, dass der aus dem Blut ihrer Opfer hergestellt wurde, aber wer weiß. Tja, und das ist so ziemlich alles, was wir über die 3 Meter große Vampirin Alcina Dimitrescu wissen. Eine mit einem Parasiten infizierte Adlige aus dem frühen 20. Jahrhundert, die wahrscheinlich schon über 100 Jahre alt sein dürfte, doch dann letztendlich durch Ethan Winters ihr Ende findet. Bei Bella, Cassandra und Daniela handelt es sich um sehr spezielle und in Resident Evil Village einzigartige Mutationen. Wer die 3 Frauen früher waren, ob sie wirklich Schwestern waren und ob sie wirklich zur Dimitrescu-Familie gehörten, ist fraglich. Fraglich ist auch, ob dieses Gemälde hier im Schloss Dimitrescu wirklich die 3 mutierten jungen Frauen zeigt. Vielleicht wurden diese Bella, Cassandra und Daniela nur nach diesen auf diesem Gemälde benannt, oder die 3 jungen Frauen sahen in einem frühen Stadium ihrer Mutation noch etwas anders, menschlicher aus. Aber vielleicht zeigt das Gemälde ja wirklich Bella, Cassandra und Daniela vor ihrer Mutation. Allerdings passt dies nicht ganz zu anderen Informationen, die wir zur Entstehung dieser 3 finden können. Es ist zum einen an einer Stelle die Rede, dass die Körper dieser 3 Frauen ins Schloss gebracht wurden. Und zum anderen spricht Lady Dimitrescu davon, dass Miranda ihr die 3 Töchter geschenkt habe, was dafür sprechen würde, dass es sich nicht um leibliche Töchter von Lady Dimitrescu handelt. Und genauer gesagt wahrscheinlich sogar um Personen, die ursprünglich nichts mit den Dimitrescu zu tun hatten. Es könnte sehr gut sein, dass Lady Dimitrescu diese 3 Frauen nach den 3 jungen Frauen in dem Gemälde benannt hat, dass aber keine direkte Verbindung zwischen ihnen besteht. Denn in einem Eintrag, der wahrscheinlich von Lady Dimitrescu verfasst wurde, kann man lesen, dass sie zu den 3 jungen Frauen nach ihrer Neugeburt, unter Anführungsstrichen, nachdem sie mutiert sind, eine Verbindung wie zwischen Mutter und Tochter spürt und dass sie bereits Namen für diese hat, Bella, Daniela und Cassandra. Es könnte also gut sein, dass Lady Dimitrescu zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben, vielleicht vor ihrer Mutation, eine wirkliche Verbindung zu 3 Frauen namens Bella, Daniela und Cassandra hatte, vielleicht ihre leiblichen Töchter. Möglicherweise hat sie diese verloren und nimmt nun diese 3 mutierten Frauen als ihre Ersatztöchter auf, um diese Leere zu füllen. Naja, aber wie schon gesagt, die Zusammenhänge sind hier mehr als schwammig. Sicher ist aber, was in den 1950er Jahren mit ihnen passiert ist, nachdem Mother Miranda und Alcina Dimitrescu damit begonnen hatten, Experimente mit ihnen durchzuführen. Den 3 jungen Frauen wurden Eier eingepflanzt, die der Cadeau gelegt hat. Sie tragen also keinen Cadeau in sich und sind auch nicht wirklich mit dem Mold infiziert, sondern sie wurden ganz speziell mit Eiern infiziert, die der Cadeau gelegt hat.
Und aus diesen Eiern schlüpften erstaunlicherweise fliegenartige Wesen. Und diese fliegenartigen Wesen begannen, den Körper der jungen Frauen vollständig zu verzehren. Und diese fliegenartigen Insekten verbreiteten sich nun im Körper und außerhalb des Körpers der jungen Frauen und begann diese Stück für Stück zu verzehren, zu konsumieren. Die Fliegen selbst konnten sich nicht reproduzieren. Aus den Eiern des Cadeau schlüpften aber immer mehr Fliegen, bis letztendlich die Körper der drei jungen Frauen vollständig von diesen seltsamen fliegenartigen Insekten verzehrt waren. Während dieses Prozesses begannen die Fliegen, die verspeisten Körperstellen allerdings auf erstaunliche Art und Weise zu reproduzieren, zu imitieren vielmehr, bis die Fliegen in beinahe fast perfekter Manier einen menschlichen Körper imitierten, der nicht mehr von einem echten, unmutierten Menschen unterscheidbar war. Jedoch handelt es sich im Grunde genommen, genau genommen, bei Bella, Cassandra und Daniela nicht mehr um Menschen und nicht mal um mutierte Menschen, sondern vielmehr um einzelne Schwärme von intelligenten Insekten, die scheinbar über eine massive Art von Schwarmintelligenz verfügen. Dieses Konzept kennen wir aus der Resident Evil-Reihe schon. Die Mimicry Markers, die aus Egeln geformt sind, scheinen ganz ähnlich zu funktionieren wie diese Fliegenschwärme. Nur dass Bella, Daniela und Cassandra in ihrer Darstellung eines Menschen sehr viel präziser und hochentwickelter sind als Markers Egel. Die jungen Frauen, die eigentlich Insektenschwärme sind, scheinen genau wie ihre Mutter Alcina Dimitrescu, die allerdings eine vollkommen andere Mutation darstellt, das Blut und das Fleisch von Menschen zu verzehren. Ob sie darauf allerdings angewiesen sind oder ob die wohl fleischfressenden Insekten nicht auch anderes Fleisch zu sich nehmen könnten und sie vielleicht nur die Konventionen ihrer Ziehmutter übernommen haben, ist dabei fraglich. Obwohl die Insektenschwärme den Anschein erwecken, einen festen Körper bilden zu können, sind sie eben doch nur lose einzelne kleine Tiere, was es Bella, Cassandra und Daniela ermöglicht, sich durch für Menschen unpassierbare Passagen zu zwängen, ihren Körper auch vollständig aufzulösen und wieder zusammenzusetzen und sich mit übermenschlicher Geschwindigkeit, fast schwebend oder fliegend, zu bewegen. Die Insekten haben allerdings eine entscheidende Schwachstelle. Sie scheinen Temperaturen unter 10 Grad Celsius nicht überleben zu können und sterben innerhalb von kürzester Zeit an niedrigen Temperaturen. Diese Schwachstelle macht sich Ethan Winters zu nutzen, als er das Schloss Dimitrescu auf der Suche nach seiner Tochter durchquert, und so gelingt es ihm, die drei Töchter der Dimitrescu eine nach der anderen auszuschalten. Interessant ist, dass die Insekten ihre Opfer scheinbar nur sehr selten und in kleinem Maßstab einzeln attackieren, sondern stets in menschlicher Form. Die Töchter der Dimitrescu beißen beispielsweise Ethan Winters, wenn sie in die Nähe kommen. Man kann also tatsächlich davon ausgehen, dass diese Insekten wirklich sehr spezialisierte Rollen im mutierten Schwarmkörper der Töchter von Lady Dimitrescu spielen und vielleicht sogar so etwas wie ein intaktes Verdauungssystem replizieren können, das Nährstoffe auch an die Insekten liefert, die beispielsweise die Haut bilden. Aber das ist nur Spekulation. Ich meine, immerhin scheint es tatsächlich auch so zu sein, dass die Insekten Kleidungsstücke, also Stoffe und sogar die Sicheln, die sie teilweise zum Attackieren benutzen, bilden mit ihren eigenen Körpern. Seit ihrer Infektion in den 1950er Jahren scheinen die jungen Frauen nicht mehr gealtert zu sein, beziehungsweise scheinen die Insekten keinen Alterungsprozess nachzubilden. Bella wird oft als die älteste Tochter bezeichnet. Wahrscheinlich war sie wirklich vor der Infektion schon die älteste der drei. Sie soll ziemlich still sein, aber einen starken Willen haben. Cassandra ist die mittlere der drei. Sie ist überaus sadistisch und liebt es, ihre Opfer zu foltern, bevor sie sie tötet. Daniela ist die jüngste. Sie hat wohl jeden Bezug zur Realität verloren und ist schlichtweg verrückt geworden. Interessant wäre für mich,
ob diese Charaktereigenschaften schon bei den Originalfrauen vorhanden waren und von den Insekten exakt nachgebildet wurden oder ob die Mutation, die Verwandlung in die Insektenschwärme erst zu diesen Persönlichkeiten geführt haben. Aber wie vieles andere wird auch das wohl ewig ein Rätsel bleiben. In ihrem Verhalten und ihrer Darstellung erinnern die drei übrigens, als kleine Randnotiz vielleicht noch hinzugefügt, ein wenig an den Hookman aus der Resident Evil 3.5 Castle Demo. Gut möglich, dass hier das Konzept dieser geisterhaften, hakenschwingenden Wesen übernommen wurde und in einen hakenschwingenden Insektenschwarm mit ähnlichen geisterhaften Attributen umgewandelt wurde. Tja. Und das ist im Großen und Ganzen alles, was wir über die Töchter der Dimitrescu sagen können. Wer waren sie vor ihrer Umwandlung? Hatten sie schon damals einen Bezug zum Schloss Dimitrescu und zur Dimitrescu-Familie? Oder hat Alcina Dimitrescu sie erst nach ihrer Mutation im Grunde adoptiert? Und haben die Insektenschwärme diese drei jungen Frauen nur kopiert, nur nachgespielt? Oder sind sie wirklich viel mehr mit diesen fusioniert? Haben sie sie ersetzt oder unsterblich gemacht? Viele Fragen bleiben bei diesen drei mysteriösen Wesen, die in Resident Evil Village wirklich einzigartig sind, offen. Donna Beneviento ist die letzte Überlebende der Beneviento-Familie und lebt im Haus Beneviento, einem alten Anwesen, weit außerhalb des namenlosen Dorfes aus Resident Evil Village, in einem von Nebel umhüllten Tal hinter einem überwucherten alten Friedhof. Selbst die Ansässigen des namenlosen Dorfes trauten sich schon lange nicht mehr in die Nähe des Haus Beneviento's. Doch das war nicht immer so, denn die Familie Beneviento waren über lange Jahre hinweg angesehene und beliebte Puppenbauer im Dorf und haben den Ansässigen über Generationen hinweg viel Freude bereitet. Donna Beneviento ist in dieses traditionsreiche Adelshaus hineingeboren und hätte ein glückliches Leben führen können. Doch Donna Beneviento versteckte sich vor der Welt, denn sie schämte sich für eine Narbe, die sich über ihr Gesicht zog. Das junge Mädchen vereinsamte aus Angst vor Abweisung. Und das Einzige, was ihr Gesellschaft leistete, war ihre Lieblingspuppe Angie. Eine Puppe, die ihr Vater extra für sie angefertigt hat. Die eben dieselbe Narbe trägt wie sie. Was ein Hinweis auf eine gute Beziehung zwischen ihr und ihren Eltern sein könnte. Umso schwerer hat sie dann wahrscheinlich der Tod ihrer Eltern getroffen. In noch jungen Jahren isolierte sie sich daraufhin vollständig von der Welt. Und ihre Puppe Angie war ihre letzte Bezugsperson, das letzte Ding, mit dem sie noch sprechen konnte, das letzte Ding, zu dem sie noch irgendeinen Bezug hatte und das ihr in ihrer Einsamkeit Gesellschaft leistete. Bis eines Tages Mother Miranda auf sie aufmerksam wurde. Diese implantierte ihr einen Cadeau. Und sie wurde zu einem der vier Lords Mirandas. Der Cadeau wirkte bei ihr allerdings sehr viel anders als bei den meisten anderen, denen er eingepflanzt wurde. Und auch wenn der Cadeau ihr übermenschliche Kräfte verliehen hat, so hat er doch auch ihre ohnehin schon angeschlagene Psyche nur noch mehr zerschmettert. Donna Beneviento hatte schon immer ein Interesse an Pflanzen, so ist ihr Haus mit zahlreichen Büchern über die Pflanzen in der Dorfregion gefüllt. Und als sie, so wie die anderen Lords, anfing, ihre eigenen Experimente mit dem Cadeau zu machen, waren es ihre Puppen und die Pflanzen aus der Region, die sie mit dem Cadeau verknüpfte und mit dem Mold infizierte. Sie teilte ihren eigenen Cadeau mit Angie und anderen von ihr selbst gebauten oder modifizierten Puppen, um diese kontrollieren zu können, ohne direkten körperlichen Kontakt zu haben. Wir wissen ja schon aus Resident Evil 7, dass der Mold offensichtlich eine Art kollektives Bewusstsein hat. Wie genau die Kommunikation zwischen den einzelnen Pilzkolonien funktioniert, ist unklar. Scheinbar verfügt der Cadeau allerdings über ähnliche Fähigkeiten. Und so hat sie ihre Puppen und allen voran natürlich ihre Lieblingspuppe Angie quasi zum Leben erweckt. Und Angie wurde zu ihrem Sprachrohr, ihrem Avatar in der Welt.
während sie sich in schwarze Gewänder hüllte, um ihr Gesicht zu verbergen. Die lokale Pflanzenwelt, die schon von Natur aus über Halluzinogene verfügte, infizierte sie mit dem Mold. Und mit Hilfe dieser Verbindung zwischen Cadeau und Mold konnte sie die Pflanzen nun kontrollieren und ganz gezielt Stoffe aussenden, um Halluzinationen in allen auszulösen, die sich ihrem Anwesen nähern. Und so muss sich auch Ethan Winters im Haus Beneviento im Endeffekt nur seiner eigenen Psyche stellen. Von dem, was Ethan in diesem nebelumhüllten Anwesen erlebt, dürfte wahrscheinlich nicht viel echt sein. So auch das mysteriöse und monströse Baby, das das Untergeschoss des Anwesens heimsucht und versucht, Ethan Winters mit Haut und Haaren zu verschlingen. Wahrscheinlich nur eine Reflexion seiner Angst um sein eigenes Kind. In seinem Wahn attackiert Ethan Winters schließlich die Puppe Angie mit einer Schere mehrmals, bis sich plötzlich der Wahn, die Illusion, aus heiterem Himmel löste. Denn tatsächlich war es Donna Beneviento, die er mit der Schere erstach. Der Cadeau und ihre Experimente mit diesen und dem Mold haben Donna erstaunliche Fähigkeiten verliehen, doch ihre körperliche Stärke und ihr Durchhaltevermögen wurden bei ihr offensichtlich nicht gesteigert, so wie es eigentlich bei den meisten oder fast allen mit dem Cadeau-infizierten Wesen der Fall zu sein scheint. Vielleicht war der Cadeau in Donna Beneviento durch das vielzählige Aufteilen auf die verschiedenen Puppen im Haus geschwächt. Vielleicht war Donna Beneviento einfach eine sehr spezielle Mutation. Oder die körperliche Konfrontation war ja einfach komplett fremd. Selbst wenn ihre Stärke vielleicht erhöht gewesen wäre, hätte sie dies einfach nicht genutzt. So oder so fand Donna Beneviento durch die Hand von Ethan Winters, ohne dass dieser so recht wusste, was er eigentlich tut, ein sehr schnelles und plötzliches Ende und ihre Illusion zerfiel. Die Pflanzen der Region schienen nun plötzlich keine halluzinogenen Stoffe mehr freizusetzen. Und das mysteriöse, in Nebel gehüllte Anwesen stand von diesem Zeitpunkt an leer. Und nur die nun leblosen Puppen, die das Haus zu Dutzenden bevölkern, sind Zeugen der bizarren Geschehnisse, die sich in den Mauern von Haus Beneviento abspielten. Und das war so ziemlich alles, was wir über Donna Beneviento und ihre Puppe Angie sagen können. Donna Beneviento hat zwischen ihren Puppen und einigen Pflanzen im Grunde ein Bewusstseinsnetzwerk errichtet. Ein Verstand über viele lebendige oder eben auch nicht lebendige Objekte verteilt. So hat es das kleine Mädchen, das nie über ihr entstelltes Gesicht hinwegkam, geschafft, ihren eigenen Körper zu verlassen, indem es Teil von etwas Größerem wurde. Doch letztendlich war doch sie stets das Zentrum und der Kern des Ganzen und alles zerfiel, nachdem sie von Ethan ausgelöscht wurde. Ein tragisches Schicksal für eine tragische Figur, eine Geschichte, die vielleicht nicht so hätte enden müssen. Donna war letztendlich nur ein Opfer ihrer eigenen Biografie. Ein einsames, schüchternes, isoliertes Mädchen bis zu ihrem tragischen Ende. Salvatore Moreau ist Oberhaupt der Moreau-Familie, die schon seit Generationen in Kooperation mit den Beneviento, den Heisenberg und den Dimitrescu das namenlose Dorf aus Resident Evil Village regieren. Die Moreaus waren höchstwahrscheinlich Ärzte. Ob Salvatore Moreau selber Arzt war und vielleicht sogar ein echter Dr. Moreau war, ist dabei fraglich. So wie alle Oberhäupter dieser Familien kam auch Salvatore Moreau früher oder später in Kontakt mit Mother Miranda. Wann genau dies der Fall war, ist unklar. Es dürfte allerdings irgendwann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts passiert sein. Genauso wie den anderen Oberhäuptern wurde auch Moreau ein Cadeau eingepflanzt. Und von allen Lords hat wohl er, wenn es um die Mutationen geht, mit Abstand den kürzeren gezogen. Salvatore Moreau ist äußerlich am stärksten mutiert und gleicht nun fast einem humanoiden, fischartigen Monster. Laut den Concept Art Zeichnungen aus Resident Evil 8 basiert sein Design auf den Kappa, einer Kreatur aus der japanischen Mythologie.
Sein Zellwachstum ist vollkommen außer Kontrolle geraten und so trägt er auf seinem Rücken nicht nur wilde Wucherungen, sondern Moreau muss sich scheinbar in unregelmäßigen Abständen übergeben und gibt dabei ein stark ätzendes Enzym frei. Dieses Enzym hat bereits das gesamte Reservoir überwuchert. Moreau kann diese Enzyme scheinbar auch außerhalb seines Körpers steuern und zu einem wilden Zellwachstum anregen. Im Gegensatz zu zum Beispiel Dimitrescu und Heisenberg scheint Moreau keinerlei Kontrolle über seine Mutationen zu haben, die er durchmachen muss. So verwandelt sich der recht humanoide Moreau regelmäßig in ein gigantisches, fast an eine bizarre Meerjungfrau erinnerndes Fischmonster. Wie bei fast allen Resident Evil Monstern muss man hier die Frage stellen, woher kommt die ganze Masse plötzlich und wo ist die Masse, wenn er nicht das große Fischmonster ist, aber das ist wieder ein anderes Thema. Diese durchaus bemitleidenswerte Kreatur scheint sich für sein Äußeres sehr zu schämen und hat sich deswegen komplett isoliert und verlässt eigentlich nie das Reservoir, das nun die Heimat von Moreau ist. Doch nicht nur körperlich wurde Moreau von dem Cadeau stark beeinflusst, auch seine geistigen Kräfte scheinen überaus begrenzt zu sein. Sein Verhalten ist dem eines relativ jungen Kindes nicht unähnlich. Er hält Mother Miranda scheinbar tatsächlich für seine echte Mutter und möchte sie um jeden Preis beeindrucken, um ihre Anerkennung zu ernten. Deswegen hat er auch begonnen, mit einigen Dorfbewohnern Experimente mit dem Cadeau durchzuführen, doch alle seine Experimente scheiterten kläglich. Die meiste Zeit verbringt Moreau damit, auf einem alten Röhrenfernseher alte Serien zu sehen und währenddessen Käse zu essen. Moreau scheint sich seiner Lage und seiner eigenen Situation gar nicht wirklich im Klaren zu sein. Als Ethan Winters im Jahr 2021 sein Reservoir auf der Suche nach seiner Tochter durchquert, stellt sich Moreau ihm in den Weg. Er möchte Ethan Winters besiegen, damit Mother Miranda stolz auf ihn sein kann. Doch Ethan Winters ist dem mutierten Moreau überlegen und kann diesen besiegen. Und so findet diese sehr tragische Figur ihr Ende. Salvatore Moreau, ein Mann, ein Mutant, über dessen Vergangenheit man nicht viel sagen kann. Und der Zeit seines mutierten Lebens lediglich die Anerkennung seiner Ziehmutter erhalten wollte. Geistig kaum in der Lage, seine Handlungen zu hinterfragen. Ein Opfer von Mother Miranda und ihren Experimenten mit dem Cadeau. Und ähnlich wie Beneviento eine Figur mit sehr viel Potenzial, das Resident Evil 8 leider wirklich verschenkt hat. Die Hintergründe von Lord Heisenberg sind ähnlich nebulös und mysteriös wie die der anderen Lords aus Resident Evil Village. Wir wissen nur, dass Karl Heisenberg höchstwahrscheinlich der letzte Überlebende und somit auch Patriarch der Heisenberg-Familie ist, einer uralten Familie, die schon lange mit den drei anderen Adelshäusern, den Beneviento, den Moreau und den Dimitrescu, über das namenlose Dorf herrscht. Und auch Karl Heisenberg wurde irgendwann im Verlauf des 20. Jahrhunderts von Mother Miranda aufgesucht und mit einem Cadeau infiziert. Als Karl Heisenberg selbst noch ein Kind war, wahrscheinlich schon vor seiner Infektion, war Heisenberg ein genialer Ingenieur. Und passend dazu, könnte man fast sagen, hat er die Kraft bekommen, durch elektrische Organe innerhalb seines Körpers Magnetfelder zu erzeugen, um somit metallische Gegenstände zu manipulieren. Im Gegensatz zu den anderen drei Lords, na gut, bei Beneviento weiß man es nicht so recht eigentlich, aber im Gegensatz zu Moreau und Dimitrescu ist Heisenberg Lady Miranda allerdings bei weitem nicht treu ergeben. Er betrachtet sich nicht als Teil einer Familie, sondern als misslungenes Experiment. Und im Geheimen plant er eine Rebellion, um Mother Miranda zu stürzen. Als Ethan Winters das namenlose Dorf auf der Suche nach seiner Tochter aufsucht, beschließt Heisenberg, dass er versucht, diesen für seine Sache zu gewinnen. Ethan schlägt Heisenbergs Angebot allerdings ab. Kämpft sich durch Heisenbergs Fabrik, in der Leichen der Dorfbewohner in cyborgartige Kriegsmaschinen umgewandelt werden und stellt sich letztendlich im Kampf dem mutierten Heisenberg.
der seinen bizarr mutierten Körper mit metallischen Extremitäten verändert hat. Ethan Winter gelang es, den mutierten Heisenberg mit Hilfe eines Kampfgefährts, das vielleicht schon im Vorfeld von Heisenberg selbst, vielleicht aber auch von Chris Redfield angefertigt wurde, zu besiegen. Während des Kampfes wird Heisenbergs Fabrik von Chris Redfield in die Luft gesprengt, was seine Pläne der Rache an Miranda zerstört. Und kurz darauf findet auch Heisenberg selbst sein Ende durch Ethan Winters. Und das ist im Grunde alles, was wir über Karl Heisenberg wissen. Wohl der einzige der vier Lords, der sich seiner Situation und seines Ursprungs tatsächlich bewusst ist, der sich selbst als misslungenes Experiment enttarnt und den Cadeau als alles andere als ein Geschenk, sondern als eine Infektion betrachtet. Dennoch zeigen seine Experimente, dass es sich bei ihm um einen überaus kalten und herzlosen Mutanten handelt, der keinen Wert für menschliches Leben empfindet und im wahrsten Sinne des Wortes über Hunderte von Leichen geht, wenn es denn seinem persönlichen Vorteil dient. Sicher ist, dass Miranda höchstwahrscheinlich irgendwann im sehr späten 19. Jahrhundert geboren ist. Und dass sie zur Zeit der spanischen Grippe, also irgendwann im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts, in einem kleinen, abgelegenen, osteuropäischen Dorf, wahrscheinlich in Rumänien verortet, lebte. Als die spanische Grippe das namenlose Dorf heimsuchte, hat es dort so einige Tragödien ausgelöst. Die Menschen starben zu Hunderten und mussten überall in den Feldern des Dorfes begraben werden, da die Friedhöfe ganz einfach überfüllt waren. Und letztendlich wurden auch Miranda und ihre Tochter Eva von der spanischen Grippe heimgesucht. Während Miranda einen wohl schweren Krankheitsverlauf überleben konnte, hatte ihre Tochter Eva nicht so viel Glück. Sie verstarb. Miranda war in diesem Moment verzweifelt. Ziellos, orientierungslos, ohne jeden Lebenswillen wanderte sie in die Wildnis und stieß plötzlich auf eine unbekannte Höhle. Wahrscheinlich wollte sie sich in diesem Moment einfach nur zum Sterben in diese Höhle verkriechen. Aber durch einen unglaublichen Zufall, Miranda selbst würde später höchstwahrscheinlich als eine göttliche Fügung betrachten, stieß sie dort auf etwas, das ihr neue Hoffnung und neuen Lebenssinn und sogar im wahrsten Sinne des Wortes ein neues Leben schenkte. Denn tief in der Höhle fand sie ein seltsames, leuchtendes Wurzelgeflecht. Es waren die Wurzeln eines Pilzes, das später Mold getauft werden sollte. Als sie das Wurzelgeflecht berührte, wurde ihr Verstand von Erinnerungen überflutet. Erinnerungen, die nicht ihre waren, Erinnerungen von Hunderten, wenn nicht Tausenden von Menschen, der wie weiß, wie lange in dieser kleinen osteuropäischen Region lebten und nach ihrem Tod samt all ihrer Erinnerungen vom Megamyzid, wie das Wurzelgeflecht später heißen sollte, assimiliert wurden. Unter den unzähligen Erinnerungen fand Miranda auch die Erinnerungen ihrer eigenen Tochter. Ihre Erinnerungen, ihre Persönlichkeit, ihre Essenz war also in diesem Megamyzid gespeichert. Und Miranda war fest entschlossen, eine Möglichkeit zu finden, diese Erinnerungen wieder in einen neuen menschlichen Körper zu transferieren, um so ihre Tochter wiederzugewinnen. Doch neben den Erinnerungen erhielt Mother Miranda durch den Mold erstaunliche Fähigkeiten. So wurde sie scheinbar quasi unsterblich. Zumindest schien ihr Alterungsprozess zu stoppen und sie war gegenüber Verletzungen, die normale Menschen töten würden, im Grunde vollkommen immun. Zusätzlich erhielt sie scheinbar die Fähigkeit, Mold, der ihren eigenen Körper bereits befallen hat, nach Belieben zu manipulieren. Und so formte sie den Mold zu Flügel, die sie beinahe wie einen dunklen Engel erscheinen lassen. Diese Flügel, da sie ja nur aus Pilzgeflecht bestehen, kann sie allerdings scheinbar nach Belieben verformen. Zudem erhielt Miranda auch die Fähigkeit, ihre eigene körperliche Form beliebig zu verändern. Wahrscheinlich war dieses Aufeinandertreffen zwischen Miranda und dem Megamyzid für sie eine extrem tiefgreifende, spirituelle und religiöse Erfahrung.
Sie betrachtete dieses Pilzgeflecht von da an als eine dunkle Gottheit. Und sie ging zurück in das namenlose Dorf, um dort den Willen des dunklen Gottes zu verkünden. Und es gelang ihr, die Menschen des Dorfes mit Hilfe des Molds von der spanischen Grippe zu befreien und ihre Leben zu retten, woraufhin die Dorfbewohner sich sehr schnell von ihrem christlichen Glauben abwandten und Miranda als Prophetin ihrer dunklen Gottheit verehrten. Ob Miranda nun wirklich selbst von ihrer Religion und dieser Religiosität überzeugt war oder ob es für sie nur ein Mittel zum Zweck war, um Experimente an den willigen Dorfbewohnern durchzuführen, ist fraglich. Doch genau das passierte in den folgenden Jahren, Jahrzehnten und sogar im Laufe des folgenden Jahrhunderts. Miranda, die sich nun Mother Miranda nannte, machte Experimente mit dem Mold, den sie gefunden hat. Und auf Basis dieses Molds entwickelte sie einen Parasiten, den sie Cadeau nannte, das rumänische Wort für Geschenk. Und diesen verteilte sie nun vereinzelt an erste Dorfbewohner, die als ihre Versuchskaninchen dienten. Mit Hilfe dieses Cadeaus sollte ein menschlicher Körper darauf vorbereitet werden, den Verstand von Eva aufzunehmen. Der Cadeau löste in den Menschen allerdings eine Verwandlung aus, die nicht vorgesehen und nicht gewollt war. Sie wurden zu fast schon wolfsartigen, wilden Monstern, die Lycans getauft wurden. Es ist fraglich, wie anfangs die Beziehung zwischen Mother Miranda und den vier Oberhäuptern der vier Familien war, die über das Dorf regierten. Doch nach und nach schien sich Mother Miranda auch deren Vertrauen zu erschleichen. Und die vier amtierenden Oberhäupter der vier großen Familien wurden nach und nach von Mother Mirandas Cadeau infiziert. Und so zu Mother Mirandas vier Lords. Viele Jahrzehnte vergingen, doch Mother Miranda hat immer noch keinen geeigneten Wirt für ihre Tochter gefunden. Als sie dann, ungefähr im Jahr 2000, von einer Organisation namens The Connection kontaktiert wurde, die ihr versprachen, ihr mit ihrer Forschung zu helfen, sie bräuchten nur eine Probe des Pilzes und DNA ihrer Tochter, nahm Miranda dieses Angebot scheinbar ohne zu zögern an. Die Connection war allerdings scheinbar nie daran interessiert, Miranda bei ihren Forschungen zu unterstützen. Sie wollten Biowaffen erschaffen und verkaufen. Ein Ergebnis dieser Biowaffenforschung treffen wir in Resident Evil 7, Evelyn. Im Grunde ein modifizierter Klon von Eva, Mirandas Tochter. Miranda betrachtete diesen Klon allerdings als minderwertig und ungeeignet und führte ihre eigenen Forschungen fort. Über die Connection erhielt sie allerdings Informationen über Ethan Winters und Mia Winters, die beide mit Evelyns Mold infiziert waren und teilweise immer noch sind, in großem Ausmaß, wie wir in Resident Evil 8 lernen. Und sie erfährt vor allem von Rosemary Winters, dem Kind der beiden, eine geborene und nicht verwandelte Mold-Mutantin, die, so glaubt Mother Miranda zumindest, die perfekte Basis für das Bewusstsein ihrer eigenen Tochter wäre. Darum entführte sie Mia Winters und nahm ihren Platz ein, um Rosemary Winters zu entführen. Wurde dann allerdings von Chris Redfield im Haus der Winters attackiert, bevor sie ihren Plan vollführen konnte. Sie konnte sich aus dem Gewahrsam allerdings befreien und mit dem Baby Rosemary in das namenlose Dorf zurückkehren, wo sie ihr großes Ritual vorbereitete, um ihre eigene Tochter wieder zu erwecken. Letztendlich opferte sich Ethan Winters selbst, um Mother Mirandas Pläne zu vereiteln und Mia und Rosemary Winters gemeinsam mit Chris die Flucht zu ermöglichen. Und so endet die Geschichte von Mother Miranda. Und der Vollständigkeit halber nenne ich hier mal noch, auch wenn es natürlich fraglich ist, ob es sich hierbei um Gegner handelt, wobei manche angreifen können. Egal. Krähen, Schweine, Hühnchen, Hähne, Ziegen, Lachse, Katzenfische, einen seltenen blauen Vogel, ein seltenes Schwein und einen seltenen Lachs. Und das waren absolut alle Gegner und Kreaturen, mit denen es Ethan Winter zu tun
bekommt. Den Händler sowie andere Verbündete und Protagonisten lasse ich jetzt mal außen vor, auch wenn sich diese theoretisch auch als Kreaturen oder Biowaffen qualifizieren würden. Aber das hier sollte wirklich ein Überblick über alle Gegner im weiteren Sinne werden. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst bitte nicht, es zu liken. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.